Hallo zusammen, heute ist der nächste Tag und ich bin angefangen, alles aus dem guten Stück hier rauszureißen. So sieht das Ganze erstmal aus, hinter den Verkleidungen tipptopp, gar keine Frage. Aber unter dem Laderaumboden sieht es halt doch recht verschmutzt aus. Das werde ich gleich erstmal alles sauber machen. Dann die Stellen, die vermackt sind, vernünftig grundieren und lackieren. Und danach schaue ich dann mal weiter. Und so schön kann es aussehen, wenn man nur einmal durchputzt. Es ist schon ein Unterschied wie Tag und Nacht, finde ich. Und jetzt sieht es auch gar nicht so schlimm aus, was Rost angeht. Es sind nur zwei, drei ganz kleine Macken. Die mache ich gleich eben noch weg. Ja, und hier vorne bin ich angefangen, nur eben die Fußmatten reinlegen. Die hatte ich mir vorher schon organisiert, weil ich nicht wollte, dass am Boden direkt was dran ist. Von dem gleichen Hersteller wie von dem T4. Weil da war ich echt begeistert. Preis-Leistung passt da auf jeden Fall. Ja, und hier ist das Ergebnis geschliffen, grundiert und lackiert. Einmal so komplett. Besonders schön sieht man es an den Radkästen, dass die jetzt doch ganz gut sind. Auch wenn es nicht 100% der gleiche Farbton ist. Aber das ist bei Silber halt schwierig, da die gleichen Schichten drauf zu kriegen. Aber ich bin zufrieden und der Rost ist weg. War eh nur minimal. Und so sieht die erste Bahn isoliert mit Armaflex 9mm aus. Darauf zu achten immer, Leute, dass ihr das XG nehmt, weil das nicht ausdünstet. Das nur mal am Rande. So, und so sieht es aus, wenn es dann am Boden komplett gedämmt ist. Hier sieht man diese kleinen Stücke, die ich noch dazwischen geklebt habe, wo die Schnittkanten nicht ganz sauber waren und eventuell noch sich Feuchtigkeit bilden könnte. Und so sieht es bis jetzt aus. Der Boden liegt nur lose drin, muss noch verschraubt werden, aber es ist auf jeden Fall schon mal ein ganz anderes Bild. Ja, wie man hier erkennen kann, ist jetzt auch dieses Antidröhnen drin. Die meisten kennen es als Alubutyl. Überall verklebt, wo diese schwingenden Blechteile sind, außer auf den Radkästen, weil ich da erst noch was überlege. Und nun ist auch der Boden verklebt. Eine Ecke ist mir nicht so gut gelungen. Hier hinten links, da habe ich nur eine leichte Falte drin, ne? Kriege ich aber auch nicht mehr weg. Dafür müsste ich es jetzt ganz lösen und da schaue ich erstmal, ob das nicht irgendwie anders machbar ist. Ansonsten bin ich schwer enttäuscht von diesem Tesa doppelseitigen Klebeband. Den hatte ich früher schon mal, war super. Habe jetzt das extra stark genommen und meiner Meinung nach verdient das seinen Namen nicht. So sieht jetzt der erste Fortschritt der Bettkonstruktion aus mit den Boxen dann nachher darunter. Bin ich aber irgendwie gerade mit unzufrieden, deswegen jetzt erstmal eine Pause und dann mal drüber nachdenken. So sieht jetzt das Bettgestell erstmal aus. Mit der Matratze da drauf schon mal. Und hier unten sind dann 6 Euro Boxen in den Maßen 60x40. Die sind so zum Rausziehen dann. Die Matratze muss ich noch ein bisschen zuschneiden, weil die in 90er deutlich günstiger war als in 80. Und hier hinter befindet sich dann ein Stauraum für lange Sachen zum Durchladen. Und ein Teil davon wird natürlich hinten auch noch für Elektrik benötigt. Soweit, so gut erstmal. Als nächstes ist nun auch hier diese Einstiegsleiste fertig aus so einem Alu-Profil. Es könnte passgenauer sein an den Verbindungsecken, ist aber aufgrund dieser Rundungen immer schwierig. Deswegen bin ich so eigentlich ganz zufrieden.